Okay. Nächster Auftrag. Erhalten. Die stapeln sich ja. Ja, hier war ich noch nicht. Goldmünzen? Ein Korken. Ich frage mich, wozu. Ich verstehe einfach nicht, warum ich die Schwester nicht gehen lassen wollen. Mir ging es angeblich noch nicht gut genug. Dabei fühle ich mich prima. Übrigens, da du doch ein halber Dreamer bist, kennst du einen Syrantoran? Kurz vor der Katastrophe mussten wir diesen Idioten nämlich aus Steamertown rauswerfen. Oh, meiner Meinung nach bringen Dreamer immer nur Ärger. Hey. Der Typ ist definitiv toleranter. Also, ja, okay, du bist ein Steamer. Kennst dich vielleicht deswegen, Steamer Dreamer, kennst dich deswegen eventuell mit aus, die anderen, Steamer Dreamer, du bist schuld für alles. In der Nacht, als die Kämpfe begannen, haben wir dieses Haus schnell in ein Krankenhaus umgewandelt. Es war nicht leicht, aber inzwischen konnten wir die meisten der Verletzten heilen. Bist du auch verletzt? Deine Ohren sehen ein bisschen mitgenommen aus. Brauchst du Hilfe? Ja, also bei der Flucht aus Dreamertown hat uns so eine Wache hinter uns hergeschossen. Leichter Streifschuss. Aber nichts angehört. Du kannst mich trotzdem wieder voll aufheilen. Obwohl, wenn ich so weitermache, dann bin ich voll aufgeheilt durch natürliche Heilung. Bevor ich da irgendwo hinkomme. Ich mache mir solche Sorgen. Unsere Kinder spielen immer noch drüben beim Schrottplatz, wo man doch sagt, dass es dort so gefährlich sei. Die Kinder lieben es einfach, inmitten des Schrotts zu spielen. Aber ich sterbe fast vor Angst. Es soll dort ein großes, quietschendes Etwas geben und die Gegend ist zu einsam. Kannst du vielleicht meine Kinder davon überzeugen, dass sie besser zu Hause spielen sollten? Ich glaube, das ist das Nächste, was wir machen können. Ich glaube nämlich, dass wir vorher nicht weiterkommen. Also wir haben jetzt einen Korken erhalten, vielleicht können wir den noch irgendwo einsetzen. Vielleicht sieht man das auf der Karte. Nein? Naja, wir haben schon Korken benutzt, da ist keine mehr, die ganzen Pipelines sind abgerissen. Ach, Beton. Hier haben wir auch schon Korken eingesetzt. Ach ja, und hier beginnt wieder das große Suchen. Ich würde ja gerne sagen, it's everybody's favorite time, set this time, aber. Ich glaube nicht, dass das hier jedermanns Lieblingsset ist, mit irgendwo zu sehen. Ich guck erst, ob ich hier irgendwie noch irgendwo irgendwas finde. Ah, ich befürchte, dass ich zum Schrottplatz muss. Du bist nicht berechtigt, diesen Teil zu. Okay, Schrottplatz. Dann gehe ich eben zur Krypta. Verherrlichung hier. Du bist der Großmaschine jetzt ganz nah, ja.
wir können die hier noch nicht machen. Ach, schade. Vogeljagd. Aber eigentlich bin ich hier ganz froh, dass wir das noch nicht machen können. Weil ich habe die Stelle relativ schwer in Erinnerung. Und anscheinend gibt es die Rohre auch nur hier, wo Dampf austritt. Das heißt, das eine Rohr müssen wir noch finden. Oder wir haben schon alle Rohre gepflegt, dann sollten wir mal mit der Frau gleich reden. Und den Einkorken kann man sich kaufen, um den Suchen zu ersparen, man muss ihn nicht kaufen. Platforming, Action, ja, ins Feuer springen. Ich würde für diese Stadt ins Feuer gehen. Bin ja beschäftigt. Wenn ihr uns wenigstens sagen würdet, wo die ganzen sind, die ganzen Dings da, ne? Wisst schon, was ich meine. Mein geliebter Gatte Rumtok ist immer noch dort unten. Und wenn ich ihn merken könnte, wo die sind. Hast du denn nicht genug Mut? Die verschiedenen Personen. Hier war doch aktiv. Wenn du etwas suchst, warum schaust du dich da nicht einfach in. Nein, Lazarett. Bei der großen Unterlegscheibe, geh auf keinen Fall auf den Schrottplatz. Da ist irgendetwas Großes, Rostiges und Quietschendes da draußen. Eigenartigerweise scheint es den Schrottplatz aber nicht zu verlassen. Man sagt aber auch, dass. Ich hasse dieses Viech. Pass auf den ausströmenden Dampf auf! Ja. Also, ich glaube, ich nehme niemandem etwas vorweg, wenn ich sage, das ist ein Boss. Also, der erste Boss, den hatte ich ja ziemlich schwer in Erinnerung. Und der war gar nicht so schwer. Ich hoffe, dass dieser Boss auch nicht so schwer ist, wie ich eigentlich gedacht habe. Weil wir bin ich so etwas im Arsch. Milde ausgedrückt. Hallo und willkommen. Möchtest du vielleicht etwas kaufen? Entgiftungskraut, nein. Okay, Kubus, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Ich habe die Katze dabei. Wenn ich wissen würde, wo Earl Wraith ist, oder Earl Wacker, oder wie er heißt. Leer, leer. Alles ist leer. Auch leer. Und ich weiß, ich habe das alles schon versucht. Aber falls ihr was übersehen habt, gucke ich einfach nochmal. Das ist ja meine Sache, ne? Ihr braucht das ja nicht angucken. Okay, doch. Müsst ihr. Das wäre noch dazu. Ihr seid verpflichtet, ab jetzt das zu sehen. Und verdammt, wo ist er? Auf den Friedhof? Heiliger Kolben, da spukt es! Na, wenigstens erzählen die Leute was anderes, jetzt, wo ich vom Friedhof und Schrottplatz erfahren habe. Das muss das Haus meines Vaters sein. Hm. Ja, da komme ich immer. Sieht aber verlassen aus. Verdammt. Dann wo ist Araka? Wie heißt Araka? Endlich den großen Dampf! Wieso unnütze Spiele manchmal sein können? Ich will doch nur wissen, wo ich lang muss. Selbst wenn ich wochenlang hätte hungern müssen, ich würde den Tunbusch. Wir haben immer noch Brände zu löschen, was auch immer. Ja, dann müssen wir zum Schrottplatz, um die Brände zu löschen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich muss da hoch sogar. Kann das sein? Varas ist unbestechlich. Virus ist immer noch auf der Suche nach jemandem, der.
Was? Virus ist immer noch auf der Suche nach jemandem, der neben Kraft und einer scharfen Klinge auch den Mut besitzt, in... Na, wenigstens können wir durchs Feuer gehen.